C3T. Oder ihr findet uns unter @c3lingo oder auf c3lingo.org. So, jetzt geht's zur Präsentation. Die Präsentation ist von Andreas, Jan und Tamdi Arix. Wir nutzen täglich elektronische Gadgets, aber wir wissen nicht, welche menschlichen Kosten dahinter stecken. Und also, ob Menschen ausgebeutet werden oder ob das fair hergestellt wird. Und bitte einen großen Applaus für unsere Sprecher. Guten Morgen, vielen Dank, dass ihr so früh aufgestanden seid. Freut mich sehr. Ich bin Sebastian, das ist Tamara und das ist Andreas. Und wir bauen ein Tool, ein Software-Tool, um die Lieferkette von Teilen zu analysieren, Risikoanalyse von der zu machen. Welche Art von Risiko analysieren wir denn hier? Und wir erklären euch, wie wir das analysieren und wie wir das Projekt Fairtronix dann aufgebaut haben. Also zuerst werden wir diesen Slogan ein bisschen genauer anschauen. Und die Lieferkette ist alles, was bei einem Produkt passiert, bevor es zum Produkt wird. Also Komponenten, zusammenbauen und so weiter, damit ihr am Ende halt ein Telefon habt oder ein Arduino oder was auch immer. Und wenn man diese Supply Chain, also diese Lieferkette analysiert, dann passiert das meistens rund um den Globus. Das ist dann macht das alles ein bisschen kompliziert zur Analyse. Was ist das Risiko? Es geht um Risiko im Sinne von sozialem Risiko. Wir möchten den Schaden, der Leuten zugefügt wird, möglichst minimieren. Und die Analyse heißt, dass wir etwas berechnet haben, was für Schaden und was für Risiken es in der Lieferkette geben kann. Und easy, unter easy, also einfach, meinen wir, dass man das eher als Anwender nicht noch extra Daten sammeln müsst, sondern dass das Tool das mit den Daten arbeiten kann, die ihr schon bereits habt. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Lieferketten sind global. Elektronikprodukte herzustellen ist etwas Globales, also jedes Produkt, das ihr euch vorstellen könnt, beinhaltet irgendwie alle 5 Kontinente in der Lieferkette. Das beginnt irgendwo mit den Rohstoffen, die extrahiert werden müssen. Und dann, ja, die sind halt, die kommen von überall her, Nord-, Südamerika, Asien, überall. Dann wird das verarbeitet, das wird produziert und so weiter. Und jedes Material wird halt, ja, um den halben Globus geschifft. Und wir haben uns in unserer Arbeit auf die Nachhaltigkeit konzentriert. Ihr habt vielleicht dieses Modell von Nachhaltigkeit schon mal gesehen. Es geht um 3 Säulen: die soziale Säule, umwelttechnische Säule und ökonomische Säule. Und viele Leute denken bei Nachhaltigkeit eher nur an die Umwelt, an Umweltaspekte. Und der soziale Aspekt, der wird meistens eher unterrepräsentiert. Soziale Nachhaltigkeit heißt, dass man halt niemanden ausbeutet, dass man gut zu den Arbeitern schaut und so weiter. Und das ist genau der Aspekt, der für unsere Arbeit sehr wichtig war, am wichtigsten war. Was ist denn mit dieser sozialen Nachhaltigkeit der Lieferketten? Im Grunde genommen, also geht es bei jedem Schritt der Lieferkette darum, dass man halt einen großen Katalog findet von Menschenrechtsverletzungen oder anderen ähnlichen Problemen,
welche mit der Produktion von Elektronik verbunden sein können. Zum Beispiel Chemikalien, gefährliche Umgebungen, dass die Leute in gefährlichen Umgebungen arbeiten müssen, ohne genügend geschützt zu werden. Dass Leute zur Arbeit gezwungen werden oder quasi, ja, es einfach keine andere Wahl haben. Oder Kinderarbeit, Überzeit, trotz immer noch arm sein, obwohl man 10 bis 12 Stunden arbeitet, von einer Firma in die andere verlegt werden, wenn zum Beispiel Minen umziehen. Und ja, da kommt es dann häufig vor, dass die Leute umziehen müssen. Diskriminierung, keine Vorsorgeeinrichtungen, zum Beispiel nicht die Möglichkeit, freizunehmen, wenn man krank ist. Hier ist zum Beispiel Goldminen. Viele von diesen Fällen sind dokumentiert. Es gibt vielerorts Kinderarbeit. Und auch, also es seid vielleicht euch auch bewusst, dass häufig Quecksilber eingesetzt wird, um Gold zu extrahieren. Und das ist natürlich giftig. Und die Sicherheitsmaßnahmen sind in diesen Ländern nicht so gut. Die Leute werden vergiftet, die Umgebung wird vergiftet. Und das große Bild, ja, also die Digitalisierung, die wir genießen, die passiert auf dem Rücken von Leuten, die diese Dinge produzieren. Wie können wir denn das jetzt flicken? Ich werde 3 Beispiele zeigen, also 3 Puzzleteile, wie wir das angehen könnten. Der erste ist, es gibt bereits Zertifikate, welche gewisse Menschenrechtsverletzungen von Anfang an anschließen. Ihr kennt zum Beispiel das Fairtrade-Label, das gibt es von Bananen, von Kaffee. Und es gibt auch ein Zertifikat für Gold. Es gibt auch Fairmined, das ist ein anderes Zertifikat, ebenfalls für Gold. Und wenn man darauf achtet, dann hat man bereits einen großen Teil dieser Menschenrechtsverletzungen aus dem Weg geräumt. Und das dritte Zertifikat, da geht es auch um noch mehr, also Mining im Allgemeinen. Und da geht es auch noch um mehr Materialien. Das Problem mit diesen Zertifikaten ist, dass es immer nur wenige Minen gibt, die diese Zertifikate haben und vorweisen können. Und die meisten Minen kümmern sich da halt nicht drum. Also man kann das auch so sehen, ja, wahrscheinlich gibt es nicht eine große Nachfrage nach zertifizierten Rohstoffen. Und das ist etwas, das wir ändern sollten. Ein zweites Beispiel ist, wenn ihr der Designer seid von einem elektronischen Produkt, dann könnt ihr natürlich gewisse Entscheidungen treffen, was da hineingehen soll. Und ein Teil dieser Entscheidungen ist zum Beispiel, welche Rohmaterialien ihr benutzen wollt. In diesem Beispiel geht es um ein selbstgebautes Mobiltelefon von einem FabLab. Und hinten seht ihr diese 2 Knöpfe quasi. Das sind Kondensatoren, denn die Person, die das gebaut hat, hat größere Aluminiumkondensatoren genommen, weil sie keine Tantalkondensatoren nehmen wollte, weil Tantalkondensatoren halt sehr umstritten sind. Also ihr seht, das war jetzt eine bewusste Designentscheidung. Ich will das nicht dünner machen, sondern bewusst darauf achten. Viele Metalle können wiederverwendet werden, recycelt werden, aber nicht alle Metalle werden recycelt, weil es manchmal sich einfach nicht lohnt. Aber wenn es nicht möglich ist, dann ist Recyceln eine gute Methode, um die Menge an Ressourcen, die extrahiert werden von der Erde, zu reduzieren. Warum lohnt es sich nicht immer? Naja, das ist auch ein Teil von Verfügbarkeit und Bedarf.
Wenn genug verfügbar ist, dann lohnt es sich einfach nicht, einen großen Teil davon zu recyceln. Aber die generelle Nachricht ist, es gibt Alternativen. Aber die Frage ist, warum sage ich immer, dass es keine, warum gibt es keine Nachfrage? Warum versuchen nicht alle Leute, ihre Materialien responsible zu bekommen? Und ein Teil der Antwort ist, dass elektronische Lieferketten sehr komplex sind, sehr tief sind. Und das ist zum Beispiel die Lieferkette für den Naga IT, vom Naga IT Projekt. Das ist ein sehr interessantes Projekt, das ist auch ein ein erstes Projekt in fairer Elektronik ist. Sie haben versucht, die nachhaltigste Computermaus zu bauen, die möglich ist. Und sie haben die Maus genommen, weil es ein sehr einfaches Produkt ist, und sie haben versucht, die gesamte Supply Chain so tief wie möglich darzustellen. Und selbst so ein einfaches Produkt ist einfach die Lieferkette riesig. Und wenn man jetzt ein elektronisches Produkt herstellt, dann sitzt man da oben und man muss zurückschauen und schauen, ne, wer ist der Lieferant und wer ist deren Lieferant. Und mit dieser riesigen Liste und Schritten ist es sehr schwer zu sagen, wo man überhaupt anfangen soll, wo man überhaupt anfangen kann. Und das ist, wo unser Werkzeug dazu kommt. Und Andy wird euch jetzt ein bisschen darüber erzählen, wie das funktioniert. Ja, danke. Wir haben gelernt, dass es große Probleme gibt darüber, wie elektronische Geräte hergestellt werden, komische soziale Probleme, und wir wollen da etwas ändern. Aber wir haben auch gerade gesehen, dass es nicht einfach ist. Es ist eine komplexe Aufgabe, die Lieferketten sind lang und komplex und tief. Und die Frage ist, wo können wir überhaupt anfangen? Und eine der Sachen, die ein Designer von elektronischen Geräten weiß, das sind die Komponenten, die in ein elektronisches Gerät hineinkommen. Also zum Beispiel, hier ist diese Computermaus aus dem Naga-Produkt. Das hat das Gehäuse und das Kabel und die Platine, und dann sind da Widerstände, und die reingehen. Und das ist ein Ding, was wir kennen. Und die Idee für unser Werkzeug ist, dass man diese Komponentenliste in das Werkzeug hineinführt, Materialliste hat, oder man kann das Gerät auseinanderbauen und analysieren. Dann schieben wir das in Fairtronics, und dann zeigt es uns, wo ist das größte Risiko, wo ist das große Problem für soziale Probleme in dem Gerät. Wie könnte das gemacht werden? Ich gehe mit euch durch ein paar Schritte, die das Ganze fühlbarer machen, erfahrbarer machen. Eine Komponente in unserer Maus sind die Widerstände. Und wenn wir einen Widerstand nehmen, können wir anschauen, generische Daten über den Widerstand zu sammeln, aus was er besteht, und ein bisschen Kupfer, das für einen Teil ist, ein bisschen Eisen, ein Beispiel für eine Datenquelle, die man dafür benutzen könnte, ist eine Umweltstudie, die darüber über durchschnittliche Elektronikkomponenten und was wir jetzt hier sehen können, sind die Materialien, aus denen ein durchschnittlicher Widerstand besteht. 70% Kupfer und 12% Eisen, und zwar vom Gewicht heraus. Einfach so ein durchschnittlicher Widerstand. Jetzt wissen wir ein bisschen darüber, aus welchen Komponenten dieser eine Komponent aufgebaut ist. Und wenn wir das jetzt weiter anschauen und sagen, ein großer Teil unserer Komponenten ist Kupfer, dann ist die Frage, wo kommt das Kupfer her? Hier ist noch ein Beispiel, eine Datenquelle, die uns was zeigt, eine US-geologische Survey,
Und die raten oder dem vermuten jedes Jahr, wo unterschiedliche Mineralien herkommen. Und wir können sehen, dass in 2018 Chile 4, Kongo 2,2 Millionen Tonnen Kupfer produziert haben in 2018. Und das sind Vermutungen, die darauf auf Veröffentlichungen von unterschiedlichen Firmen und Regierungen basieren, darüber, wie sie Kupfer produzieren. Okay, so jetzt können wir vermuten, dass eine gewisse Menge von dem Kupfer, das in unseren Widerstand hineingeflossen ist, unsere Komponente, kommt aus dem Kongo. Und jetzt können wir uns fragen, wie sind die Arbeitskonditionen im Kongo? Und werden Leute ordentlich bezahlt? Wie lange müssen sie dafür arbeiten? Gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass da Kinderarbeit vorhanden ist, dass Sklavenarbeit vorhanden ist? Und dann können wir auch viel Informationen über das Land herausfinden, über die Arbeitskonditionen in unterschiedlichen Ländern. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass die Situation besser wird. Die Datenqualität, die wir bekommen, insbesondere seit die UN-Nachhaltigkeitsziele veröffentlicht wurden oder festgelegt wurden, kriegen wir mehr und mehr Informationen über soziale und Arbeitskonditionen in unterschiedlichen Ländern. Und hier ist ein Beispiel aus der internationalen Arbeiterorganisation, also Arbeitsorganisation, die auch Vermutungen oder sendet. Die Anteil von Leuten, die arbeiten, aber immer noch unter der Armutslinie leben. Und in diesem Fall schauen wir uns Kongo an und wir sehen, dass diese Rate 70% ist. 70% der Leute, die arbeiten, haben immer noch nicht genug, um davon zu leben. Und ein großer Teil von der Arbeit, unserer Arbeit ist es, diese Daten zu sammeln. Die Daten zu sammeln über die Rohmaterialzusammensetzung von elektronischen Komponenten, Daten darüber zu sammeln, wie diese Rohmaterialien in unterschiedlichen Ländern hergestellt werden und die Indikatoren, die uns etwas darüber erzählen, über die Arbeitsverhältnisse erzählen. Und wir bringen sie in ein Standardformat, tun sie in unsere Datenbank und sobald wir diese Daten haben, können wir anfangen, Fragen zu stellen und grundlegende Berechnungen anzustellen. Zum Beispiel ist die interessante Frage, wie signifikant ist das Kupfer, dass das Kupfer aus dem Kongo kommt. Denken wir mal, dass die Welt es ist in der Welt irgendwie 5,8% des Kupfers aus Kongo kommt und in unserem Widerstand sind 61% Kupfer, das heißt ungefähr 3,5% des Widerstandes sind potenziell problematisch oder sind wahrscheinlich aus dem Kongo, wenn die zufällig verteilt sind. Und das ist eine Medium-Activity, das zwischen 1 und 10%, also relevant, Medium-Activity. Und das ist relativ wichtig für unseren Widerstand, wenn es alles über 10 ist, ist eine hohe Funktionalität und alles, was daneben ist, ist eine geringe. Und dann, wie stark sind die Impacts, zum Beispiel im Kongo, wenn wir jetzt eine faire Bezahlung uns anschauen, dann ist das eine der größten 25% von dieser Rate. Das ist eine Qualifikation, die wir da hinzufügen können und sagen, was alles, dass alle Raten, die in diesen Top 25% sind eine hohe Folge. Und wenn wir das für unser gesamtes Projekt machen, für die ganze Computermaus, dann können wir sehen, dass das Kupfer nicht nur das wichtigste Material in den Widerständen ist, sondern in der ganzen Computermaus, hauptsächlich wegen dem Kabel. Und Kupfer ist in unserer Computermaus relativ üblich und großen vorhanden. Wir haben auch einen sozialen Hotspot, den wir uns gerade von den Daten, die wir uns gerade angeschaut haben, das ist die Kupfer-Mining im
Kongo. Und eine Interpretation, die wir haben können, jetzt von dieser Analyse wäre, okay, wenn wir jetzt eine Quelle für fairen Kupfer haben, zertifizierten Kupfer für dieses Kabel oder ein Kabelhersteller, der mit uns zusammenarbeiten möchte, um diese Situation zu verbessern, dann wäre das ein großer Schritt vorwärts für die Fairness von der Computermaus. Jetzt gibt es da einige Limitierungen für diese Herangehensweise, die wir uns anschauen müssen. Zum einen ist eine generische Herangehensweise, das heißt, man muss es so, man muss die limitierende Werte von diesen Auswertungen sehen. Wir müssen uns tiefer anschauen und die echten Probleme hinter den einzelnen Komponenten herausfinden. Diese ganze Herangehensweise ist eine Methodologie, nennt sich soziale Lebenszyklusanalyse, die ähnlich zu Environmental-Analysen ist, und in einer Umweltanalyse, dann haben wir die CO2-Emissionen oder die Gifte, die benutzt werden, in der ganzen ganzen Lebenszyklus, und in unserem Fall haben wir andere Impact-Kategorien. Also die Impact-Kategorien sind nicht CO2 und Wasserbenutzung, sondern direkte soziale Folgen. Und darauf schauen wir alles, was mit Arbeitern zu tun hat, mit Gesundheitsstandards, Kinderarbeit und fairen Gehalt zu tun hat. Was wir jetzt an diesem Beispiel sehen, schauen wir uns aktuell nur auf die Rohmaterialien an, oder die Extraktionsphase von den Rohmaterialien, und wir wollen das in der Zukunft erweitern, um andere Lebenszyklenphasen auch mehr zu analysieren, um ein volles soziales Assessment haben. Und Mara wird euch jetzt mehr über das Projekt und unser Werkzeug erzählen. Vielen Dank. Jetzt hat Sebastian erklärt, warum wir an diesem Projekt arbeiten und wie wir das machen. Dann zeige ich euch, was wir schon gemacht haben. Wir haben ein webbasiertes Analyse-Tool gemacht, um diese sozialen Hotspots zu identifizieren. Hier seht ihr einen Screenshot von der aktuellen Version, die ist noch in Arbeit. Und für das Beispiel der Computermaus seht ihr hier, dass die Komponente, die ihr euch zuerst anschauen solltet, das Kabel ist, eben wegen, wie erwähnt, wegen dem Kupfer. Wenn ihr da faires Kupfer dafür verwenden könntet, dann wäre das eine sehr große Verbesserung für das gesamte Produkt. Und das ist, sagt jetzt natürlich, das ist eigentlich eine gute Sache, und wie könnte ich denn da jetzt mitmachen? Wichtig, wenn ihr Elektronik selber macht, ist zu wissen, welche, also ihr könntet zum Beispiel eine Bill of Materials, also eine Materialliste, Komponentenliste schicken, und dann können wir das analysieren. Oder ab ca. Ende Februar werden wir ein User-Tool haben, das uns Feedback gibt und das euch direktes Feedback halt geben kann. Ja. Und das Dritte ist, das Ganze ist ein Open-Source-Projekt. Das würde uns freuen, wenn ihr auch mitarbeiten könnt oder wollt. Das dann helft uns natürlich immer gerne. Wir sind da offen. Der Link steht auf der Folie. Sehr wichtig sind die Daten, die man halt so sammeln muss und auch unterhalten muss. Ohne eine aktuelle Datenbank nutzt es nicht viel. Unsere aktuelle Datenbank ist relativ klein, es ging viel Handarbeit hinein. Und wenn man da zum Beispiel ein Tool hätte, welches solche sozialen Indikatoren, ja, also die gibt es nicht in einem standardisierten Format, und das Letzte sind Rohmaterialien, da ist es noch schwieriger, etwas zu finden. Also wenn ihr Daten habt, zum Beispiel von einem Hersteller, oder wisst, wo man halt Daten kriegen würde, wenn ihr einfach gerne Daten in einer automatisierten Art und Weise extrahiert, dann lasst uns doch das wissen. Und das Letzte ist, ja, sprecht darüber. Also auch wenn ihr kein Maker seid selber,
sagt den Leuten, zeigt ihnen diese Probleme, und je mehr Leute darüber wissen und daran denken, je mehr kann auch getan werden und geändert werden. Es wäre sehr wichtig, dass dieses Thema halt mehr in das Bewusstsein der Menschen geht. Zusammenfassend, ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, was Sebastian gesagt hat. Momentan wird in der Produktion von Elektronik werden fast überall die Rechte von Menschen verletzt. Und das muss nicht der Fall sein und darf auch nicht der Fall sein. Und weil es gibt Alternativen, es gibt schon Alternativen teilweise. Ihr könnt zertifizierte Materialien verwenden, man kann aktiv die Arbeitsbedingungen in den Prozess mit einbeziehen und man kann natürlich, wenn möglich, recycelte Materialien verwenden. Und das Wichtigste, ihr solltet die Nachfrage nach fairer Elektronik und nachhaltig hergestellter Elektronik steigern. Und ja, hier steht auch noch unsere E-Mail-Adresse, falls ihr uns kontaktieren möchtet. Wir möchten auch dem Prototype Fund an dieser Stelle danken. Die haben uns bisher sehr unterstützt. Vielen Dank für euer Interesse, für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Super, sind auch wir aus der Übersetzerkabine. Wir sind Franz T. und Pharmafirma. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auf dem Twitter mit dem Hashtag Clark zu uns senden. Dann wird sie auch vorgelesen. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das mit dem Hashtag C3T auf Twitter vertwittern. Frage von Nummer 2. Ja, bitte. Jetzt ist es an. Datensammeln ist eine schwierige, große Herausforderung. Teilt ihr diese Daten auch mit anderen Datenbanken, zum Beispiel Wikidata oder anderen Datenquellen, oder sammelt ihr es nur für euch selber und halt hortet ihr es? Weil es so schwer ist, mit anderen Datenbanken zu verbinden. Technisch gesehen arbeiten wir daran, dass wir ein REST-Interface anbieten können. Und wir teilen das natürlich gerne. Für einige Daten wissen wir nicht, ob wir sie teilen dürfen. Also wenn es da Experten gibt, die sich mit Rechten, also Rechten im rechtlichen Sinne von Datenbanken auskennen, dann meldet euch doch bei uns, da wären wir sehr dankbar. Vielen Dank für den Vortrag und ich werde euch ein paar Teileliste zusenden. Ich weiß, es verlötet den Stanol-Lötzinn anbieten. Plant ihr auch Lötpaste anzubieten? Das kann man nicht verlötet dann nicht benutzen für Platinenherstellung. Also zum Kontext, das war ein Projekt bei uns von Verlötet. Und also das erste Projekt, das wir gemacht haben, war, wir haben mit Stanol zusammengearbeitet, der stellt Lötprodukte her und haben einen Lötzinn hergestellt, also das, was ihr halt nutzt, wenn ihr klassisch mit einem Lötkolben arbeitet. Und ich würde vorschlagen, dass man zum Beispiel, dass ihr zum Beispiel mit Stanol direkt zusammenarbeitet. Wir sind nicht mehr so in dem Thema drin mit dieser Lötzinn und Lötpasten. Es gibt aktuell kein Produkt, wo ihr sagen könnt, ja, das ist eine gute Lötpaste. Also Stanol hat ihre eigene Produktlinie, das wird Fairtin genannt, da mit nachvollziehbarer Herkunft. Es folgt Best Practices, also ja, besten Praktiken. Das könnte sinnvoll sein. Danke für den Vortrag. Ich fragte mich, habt ihr mal Einkaufsorganisationen geredet? Weil in Lieferketten hat man oft einen
Service Provider, der zwischen dem Hersteller, der Produkte kauft, und den Verkäufern steht. Und diese Einkaufsservice-Provider werden darum gebeten, die Lieferkette zu kontrollieren. Das haben wir effektiv noch nicht. Nein, und um ehrlich zu sein, sollten wir an einem Ort starten, wo es schon ein gewisses Momentum gibt. Und für uns, wir sagen, dass die Hardware-Entwickler, Maker und vielleicht kleine Firmen, dass man ja, diese einfacher packen kann. Ich kann natürlich nicht in eine Riesenindustrie reingehen, die ziemlich starr ist, und einfach mal hoffen, da mit zwei Leuten zu reden und dann wird alles nachhaltig. Ja, danke für den Vortrag. Meine Frage ist, ihr habt einen relativistischen Ansatz benutzt für die Impact-Kategorie bewertet. Gibt es einen spezifischen Grund dafür, oder könnt ihr auch einfach nur den absoluten Werte analysieren, warum, wo ihr die unterschiedlichen Länder oder Quellenländer vergleicht? Also zum Beispiel so einen Referenzpunkt nehmen und sagen, besser oder schlechter, ja, das wäre die Idee. Also das ist jetzt unser Startpunkt, wo wir nach gewissen Annahmen, die wir in der Literatur gefunden haben, das modellieren. Und in diesem sechsmonatigen Zeitfenster, das wir haben, versuchen wir natürlich, einen guten Prototypen zu machen, aber es ist natürlich auch nicht fix. Wir kann man natürlich immer noch weiter verbessern. Hallo, meine Frage ist auch über die relativistischen Analyse anfangen, zum Beispiel bei der Maus, welche Länder und welche Materialien kommen aus welchem Land, welchen Impact die haben. Ich frage mich auch, ob vielleicht neben dem Herkunftsort und das Gewichtsanteil in dem Produkt, wie zum Beispiel im Kupfer, auch darüber nachgedacht, andere Faktoren zu analysieren, zum Beispiel die Rarität von unterschiedlichen Materialien, zum Beispiel, dass Kupfer üblicher ist und größer vorhanden ist als Tantalum. Und ob ihr das eventuell als zusätzlichen Faktor in die Analyse hinzufügt. Das berücksichtigen wir im Moment noch nicht, aber wir werden darüber nachdenken. Wir können uns sonst danach mal treffen. Do we have questions online? No one? They're all asleep. I see someone. Auch online schlafen noch alle hier vorne. Ja, hallo, ich hab auch kriege auch Geld vom Prototype Fund. Ich benutze das Fairphone und ich habe auch ein Nicht-Fairphone-Handy. Das Fairphone war doppelt so teuer wie das andere. Und wenn ich Leute frage, sagen, hey, wenn ihr das Doppelte bezahlen könnt, dann ist das Fairphone das Richtige. Aber wir haben diesen Marktfehl. Brauchen wir vielleicht mehr Regulatorien, um es einfacher zu machen, solche Sachen zu bauen und das Richtige zu tun? Wenn wir mit Menschen reden, ist immer die Frage so, wir können das nicht. Es macht keinen Sinn, finanziell keinen Sinn. Wir müssen die ganzen nicht fairen Materialien benutzen. Betreffend Regulatorien, ich habe da gestern einen Lightning Talk dazu gehalten. Es gibt eine große NGO, die das machen möchte. Es gibt auch Initiativen in Deutschland, es gibt auch Initiativen in anderen Ländern. Und es gibt auch verschiedene Anstrengungen auf EU-Level. Aber das ist eigentlich das ist das absolute Minimum. Die setzen sich dafür ein, dass keine Menschenrechte verletzt werden. Das sollte halt eigentlich absoluter Standard sein und nicht etwas, das jeder macht und nicht etwas, mit dem man sich groß schmücken kann und das als gut verkaufen kann, ja.
Und ja, das ist auch so ein bisschen ein wichtiger Punkt in unserem westlichen Lebensstil. Ja, der geht vielleicht manchmal ein bisschen vergessen. Aber ja, es gibt noch mehr Fragen. Hallo, ich habe eine Frage über die fehlenden Datenquellen. Ihr habt gesagt, dass ihr auch Daten braucht. Aber ihr braucht, glaube ich, auch mehr Informationen über Metalle und Arbeitskonditionen. Habt ihr die drei, welche drei Datenquellen würdet ihr am liebsten haben mit Arbeitskonditionen zu unterschiedlichen Ländern? Vielleicht können wir das mal liefern. Also es wäre jetzt schwierig, einfach Top 3 herauszupicken, auszuwählen. Wir denken, dass auf einem sehr generischen Ebene wichtig ist für uns die Kosten für Mineralien, für die, sagen wir mal, die meisten Indikatoren für die meisten Länder haben, und da gibt es immer noch viele Lücken. Also es gibt zum Beispiel einen Indikator für Kinderarbeiten, aber der umfasst nur 20 Länder. Und ja, so ähnlich sieht das halt aus. Wir möchten das eher auf einem genehmischen Level haben. Und ein guter nächster Schritt wären Daten, welche spezifischer sind. Also spezifisch nicht nur für Länder, sondern auch für Industrien. Also ja, wir brauchen eigentlich mehr von allem, so um die... Zum Beispiel auch für die Zusammenstellung der Komponenten, das wäre auch noch etwas Wichtiges, das wir haben. Das ist nur etwas Generisches, das wir haben. Wir haben keine Details für bestimmte Komponenten. Ich habe auch noch eine Frage, wir haben noch ein paar Minuten über, habt ihr gesagt, wie finanziert wird, habt ihr das ordentlich gesagt? Ich glaube, ich habe das erwähnt. Also ja, ihr seht da das Logo vom Prototype Fund. Bis wann finanziert ihr? Bis das Projekt da ist? Bis das Produkt da ist? Oder auch vielleicht in der Zukunft irgendwelches Geld? Also das ist bis Ende Februar in dieser Runde. Das ist so rundenbasiert. Und bis dann möchten wir natürlich so ein Minimum Viable Product, ein MVP haben. Ja, und was dann in Zukunft passiert, werden wir noch sehen. Also, die Zeit, wo wir Unterstützung bekamen von Prototype Fund, ist bald vorbei, aber verlötet zum Beispiel dieses Projekt. Da ist es ein Projekt, das wir aufbauen, und wenn das erfolgreicher wird, dann gibt das auch ein bisschen Finanzierung. Und ihr habt auch gesagt, ja, wir möchten ein bisschen mehr Daten haben in der Datenbank. Also, ja, denkt doch alle daran, diese Leute brauchen noch wichtige Daten, und gebt ihnen doch bitte einen großen Applaus.